Guten Morgen, das ist Champions und willkommen zur vierten Folge von Budget Build Season 2 in Forza Horizon 4. Ich habe gerade kurz meine Anmoderation vergessen. Mit dabei wieder der Argos. Hallo. Diesmal hoffen wir, dass wir keine vier Wochen innerhalb der Folge cutten müssen. Ich denke nicht, nee. Ich bin heute guter Dinge. Ja, und des Weiteren hat er den, ja, was hast du genommen? Du hast auf jeden Fall den Lack abgemacht, das Design. Ja, ist er jetzt nicht mehr drauf? Auf alle Fälle. Gewichtsreduzierung, oder? Genau, das war's. Weight Reduction war's. Nee, ich hab den Gratis-Update letztes Mal ja gekriegt und hab mir darauf die Bohrmaschine geschnappt und hab meine Zylinder ein bisschen aufgebohrt. Die Zylinder? Ah ja, okay. Finde ich frech. Das war so das Einzige, was gegangen ist und was halbwegs Sinn gemacht hat. Für die Schwungscheibe hätte besser gepasst. Gut, wir begeben uns jetzt erstmal zu meinem Drittwohnsitz. Und im Regen geht der schön quer. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Ja, Folge Nummer 4. Wer es mitbekommen hat letztes Mal, ich versuche diesmal ein kleines Taktikspielchen. Nun, naja, ist letztes Mal ein bisschen länger her, deswegen weiß ich nicht ganz genau, was ich davor hatte. Aber alles gut steht. Irgendwas werde ich schon auf die Reihe kriegen. Warum ist ein Pausenmenü? Müsste was nachschauen. Okay. Habe ich geleckt? Keine Antwort. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich stelle den Timer. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann laufen die 15 Minuten. Und ich habe ein Budget und ich würde sagen, da rechne ich das noch drauf. Eventuell. Dann komme ich auf. Ich brenne es, glaube ich, einfach ein an der Stelle. Komme ich auf das da. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Wenn ich mich verrechnet habe, dann seht ihr jetzt, dass ich mich verrechnet habe und dann werde ich nächstes Mal das Budget wieder abziehen. Falls ich mich verrechnet haben sollte oder draufrechnen. Oder, ja, in der Kategorie bin ich richtig. Ich glaube, ich kaufe mir den D-Type. Aber schon den Lightweight, oder? Ja, wenn schon. Muss ja sportlich sein. Hätte ich auch gemacht an deiner Stelle. Das hier wäre eigentlich das wäre die klügste Wahl, sage ich jetzt mal. Kann ja mal spaßeshalber, aber da dachte ich mir schon. Wie gesagt, das hier wäre eigentlich das Intelligenteste. Jetzt bin ich aber nicht intelligent, deswegen lassen wir das. Das hier wäre gar nicht doof eigentlich. Aber das hier wäre klüger. Nur das Auto ist so langweilig. Also du kannst schon raushören, ich will mir ein neues Auto kaufen. Das ist auch, glaube ich, für dich keine allzu große Überraschung. Was? Du willst ein neues Auto kaufen? Sauerei. Hätte ich ja nie damit gerechnet. Ich weiß, es ist der Wahnsinn, aber ich habe eigentlich fast keine andere Wahl, weil aus dem Karren kriege ich nicht allzu viel raus. Es ist nur die Frage, was tun? Was tun man, dass man tun kann? Was machen man? Ja, das macht auf keinen Fall Sinn. Eigentlich wäre das hier schon sehr klug. Aber wie gesagt, ich bin nicht klug. Magst lieber die Herausforderung, drückst so aus. Ja. Absolut. So. Das hier wäre auch nicht schlecht, oder? Jetzt so, wo ich drüber nachdenke, wird das hier eigentlich? Aber der ist so hässlich.
Also tut mir leid, aber die Front gefällt mir nicht. Deswegen ist das Auto raus. Meister einfach einen 911 GT3 RS weg. Ich glaube, ich bin. Ja. Nee, war 918. Ja, ich versuche das damit. Wenn es schief geht, habe ich alles richtig gemacht. Will ich ein Design haben? Ich glaube eher nicht, ne? Das mache ich selber. Moment, ich habe doch ein Design, oder? Oder war das der andere? Es war der andere, okay. So, das heißt, ich habe jetzt noch Tuning-Budget. Ein wenig. Das ist zu lange. Brauchen wir das? Wir gucken erstmal andere Sachen. Zum Beispiel das hier. Das ist nämlich wichtig. Genau wie das hier. Und das da drüben nicht zu vergessen, oder? Ja. Passt. So. Jetzt gehen wir schon in Gebiete, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Das ist auf jeden Fall wichtig. Sein hat, lasse ich mal und mache nächstes Mal was anderes. Jetzt gucken wir hier mal. Das finde ich jetzt eigentlich schon nicht schlecht. Das Ding ist, ich brauche halt sowas in der Art auf jeden Fall. Das sollte logisch sein. Ich werde es natürlich gucken, dann habe ich noch ein wenig was übrig. Dann kann ich ja. Weil wie viel kriege ich da? Da kriege ich so viel? Nein, 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 nein. Okay, das lassen wir an der Stelle mal. So, da brauche ich eigentlich gerade nicht. Gucken wir lieber hier mal rein. Alles schön. Jawohl. Exakt das will ich haben. Sieh, wunderbar. Dann habe ich. Jetzt brauche ich einen Taschenrechner. Kann ich mir noch einen Duftbaum kaufen? Geil. Ich habe so eine Vorahnung, dass das dieses Mal eventuell schief gehen wird. Allein deswegen, aber das wäre zu hart gewesen. Das hätte ich nicht machen können. Dann machen wir das wie folgt. Wunderbar. Vielleicht gibt es ja doch ein Design, was ich brauche. Ja, was ich brauche, nicht was ich will. Das ist ein legendäres Design. Leck mich am Arsch, da hat er richtig viel reingesteckt. Wenn es jetzt nicht pink ist, dann bin ich enttäuscht. Nee, ich mache was anderes. Einfach. Das passt zu der Zeit, was ich hier vorhab. Weil das passt eigentlich. Wunderbar. Ja, wie immer wird jetzt das Geld, was ausgeschüttet wird, um jeweils
1000 erhöht, was heißt, der Gewinner kriegt 5000 und der Verlierer 4500. Das kann man eventuell einkalkulieren in das, was man jetzt macht. Oh je. Ich glaube aber, das ist eine zumindest eine geile Basis. So, was man an der Stelle vielleicht auch schon mal sagen kann, es ist Folge 4 und ich weiß nicht, ich habe so angedacht, dass eine Staffel in etwa 5 bis 7 Folgen geht. Ich weiß noch nicht, wie lange wir diese Season hier durchmachen, aber ich kann euch versichern, es wird Staffel 3 definitiv irgendwann dann auch kommen, weil ich weiß, dass dieses Format hier sehr, sehr gefragt ist. Ich glaube, das ist sogar mein meistgesehenes Format, was nicht von Ray kommt. Und auch mein einziges, wenn ich so drüber nachdenke. Egal. Und wir hatten es im Vorfeld schon. Vielleicht wird nächstes Mal nicht wieder Eragos mein Gast sein, sondern wer anders. Man weiß es nicht. Wenn es wieder Eragos ist, dann wisst ihr, ich habe keinen anderen gefunden. Es wollte einfach kein anderer mit ihm spielen, ja. Richtig. Kann ich auch keinem übel nehmen. Aber ich gebe mir natürlich größte Mühe, einen kompetenten Fachersatz zu finden. Oder einen kompetenten Gast, der, und das ist mir persönlich wichtig, fahrerisch mit mir auch auf einer Liga spielt. Sorry, Vince. Das schöne Seitenhieb. Das Geile ist, ich bin mir zu 95% sicher, dass es sehen wird. Grüße. Ja, schöne Grüße, Vince. Der arme Junge. Ich möchte jetzt sonst keinen Namen nennen, aber ich habe schon so ein paar Kandidaten im Kopf, die ich eventuell da mal fragen kann. Und es ist natürlich auch, das habe ich ja im Informationsvideo zur zweiten Staffel gesagt, oder auch in der ersten Folge, glaube ich sogar. Die Staffel Nummer 3 wird natürlich nicht genauso ablaufen wie Staffel 2. Es kann sein, dass sich das Budget ändert, dass wir uns beispielsweise nur auf Heckantrieb einigen oder mal eine nur deutsche Autos Edition machen. Da haben wir alle Möglichkeiten offen, um das Ganze auch in Zukunft weiterhin spannend zu gestalten. An der Stelle im Übrigen, du hast noch 4 Minuten. Ich fahre schon seit 10 Minuten rum, Ach so, gefühlt. okay. Dann würde ich sagen, können wir uns irgendwo An treffen. der Stelle, du darfst weitermachen, genau. Also, du bist fertig, oder? Jo. Ja, dann. Ich kann einfach schnell zu dir kommen, wenn es ist. Okay. Dann gucken wir mal. Nacht ist natürlich geil, aber ich hoffe, ich erkenne trotzdem, wann du fährst. Ich glaube jetzt einmal nicht, dass du ein neues Auto gekauft hast. Ach, guck. Nee, hat er nicht. Ja, hier ist mein Evo mit 800 PS, wie vorher angekündigt. Ja, das war eigentlich mein Plan. Aber ich habe dann zu früh gewechselt und dachte, komm, ich muss jetzt voranziehen und Ach Quatsch. ich wusste genau, dass es passieren wird. Ich habe vor 2 Folgen, als ich das Auto genommen habe, ich wusste ganz genau, dass es passieren wird. Das ist auch die letzte Folge genommen. Entschuldige, da war ein Monat dazwischen. Für mich sind es 2 Folgen gewesen. Ja, eigentlich theoretisch, ja. Für die, die es nicht mitbekommen haben, die letzte Folge hat angefangen im Juli und aufgehört im August für uns. Ich wollte eigentlich, dass du auch links ranfährst, dass der Verkehr vorbeikommt. Alter, das sieht man mein Auto nicht so schön. Doch, doch, ich kann in den Fotomodus gehen. Nice. So, also, du hast hier einen wunderschönen BMW X5, wie ich sehe. Genau, ich habe den extra in Silber genommen und auch mit funktionierenden Blinkern, wie ich hier gerade demonstriere. Ach, halt, du bist im Fotomodus, du siehst es nicht. Nein, jetzt Spaß beiseite. Was hat er getut? Was hast du Warte, gemacht? getut, ja, heute war großes Leistungstuning angesagt, also Nocke, Turbolader und nochmal Reifen draufgehauen und jetzt sollte der Wagen
sich auf alle Fälle besser schlagen können als letzte Folge. Was du jetzt natürlich gemacht hast mit deinem Evo, weiß ich nicht. Das heißt, ich könnte genauso auf die Fresse fliegen, weil du einfach nach wie vor das bessere Auto mit dem besseren Budget hattest. Ja, das mit dem Budget kann sehr gut sein. Ich erkläre das aber auch ganz kurz, was ich gemacht habe. Und zwar hatte ich ein Gesamtbudget von 46.450. Ich habe nämlich mir letztes Mal in etwa 10.000 auf die Seite gelegt noch. Habe also nicht alles in den Jaguar reingesteckt, weil ich eben schon, ich vermute mal, den Plan hatte, mir ein neues Auto zu kaufen. Und habe dann eben noch 12.500 durch den Jaguar bekommen und habe mir für 31.000 den Evo 8, glaube ich, gekauft. Und was ich dann getan habe, ist im Prinzip alles, was die Menschheit braucht. Gewichtsreduzierung, ein bisschen Leistung tatsächlich, gar nicht mal so viel. Ich habe gerade mal 300 kW. Dann habe ich ja einstellbare Getriebe. Eigentlich alles Einstellbares außer Stabis und Aero. Ja dann, nice. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass das eine kluge Entscheidung war und ich vielleicht wenigstens mitfahren kann um den Sieg. Weil ich glaube, du könntest diesmal echt stärker sein. Aber nichtsdestotrotz... Ich hoffe zumindest, dass ich einmal in der Folge auch was reißen kann. Wäre nicht schön, schlecht, oder? Wäre nicht schlecht zur Abwechslung mal, ja. Würde mich persönlich freuen. Wir fangen jetzt natürlich erstmal mit dem Drag Race an. Das ist nicht das Drag Race. Das ist das Drag Race. Die Viertelmeile, und da du ja jetzt in Leistung reingesteckt hast, könnte das ganz gut für dich ausgehen. Mir ist aufgefallen, meine Schaltvorgänge gehen immer noch ein halbes Jahrhundert. So, die meinen sind auch nicht besser. Das hier müsste eigentlich passen, aber ich überprüfe das lieber nochmal. Ja, Showdown ist schon mal falsch. Warum geht der standardmäßig immer auf Showdown zurück, wenn ich die Klasse auswähle? Du stehst am Festival, oder? Ja. Okay, passt. Ich richte das Event ein. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich kann sagen, ich bin vom LI unter dem Jaguar letztes Mal. Unter dem Jaguar? Unter dem Jaguar, ja. Dann müsste ich vom LI auf alle Fälle über dir sein. Ich habe mir halt gedacht, mein Gedankengang war zuerst, kaufst du dir einen Mustang. Hätte 40.000 gekostet. Und dann ist mir aufgefallen, ja, nee, Moment. Dann habe ich in den Dirt-Rennen von vornherein verkackt. Der Karren ist schwer wie Sau. Das heißt, ich muss schon mal so viel Kohle da reinstecken, was ich diesmal gar nicht zur Verfügung gehabt hätte. Ich hätte nämlich nur 6.000 in etwa gehabt, dass ich die Folge garantiert auf den Sack bekommen hätte. Und nächste Folge weiß ich nicht, ob ich so viel aufgeholt hätte, dass ich da dann mitgefahren wäre. Dann war mein zweiter Gedankengang Corvette C5. War aber gleiches Spiel im Prinzip. Und dann, okay. Oh ja, okay. Und dann bin ich eben auf den Evo gekommen. Ersten Evo 6 im Sinn gehabt, habe ich eben gesagt, na, die Front ist hässlich und dann wurde es doch der eventuell 8er, vielleicht 9er. Wobei ich glaube, dass der Evo 6 auch ganz gut geht. Der wäre halt definitiv die klügere Wahl gewesen. Ja, die Schaltvorgänge merkt man und oben raus kommt dann doch die Leistung. Ja. Da machst du gar nichts. Aber war knapper als erwartet tatsächlich. Ja, es ist halt eben das Problem, wenn du große Turbos einbaust, hast du am Start dementsprechend großes Turboloch. Mhm. Also bis er mal einen Schwung reinkriegt, dauert es bei dem noch ein bisschen. Da wären andere Upgrades wahrscheinlich sinnvoller gewesen, die hätten aber bei Weitem nicht so viel Leistung gebracht. Ja gut, ich hatte die Wahl, entweder ich baue die Nockenwelle ein, die mir plus 66 kW bringt. Oder eine Stufe Turbo, die mir plus 16 kW gebracht hätte. Ich sag ja, mal so, wie okay. Es ist, die Wahl war recht einfach. Die Schwungscheibe ist geworden, oder? Richtig. Genau, und immer im Zweifelsfall die Schwungscheibe nehmen. So. Ja, jetzt kommen wir wie immer zum Bremstest. Ich würde sagen, wir fahren Japaner 180. Kriegen wir hin, ja. Endlich mal. Wenn wir in der Horizon Dive dazu finden. Ich muss sagen, geil ist er schon. Sieht schon echt nicht schlecht aus. Muss ich nur ganz kurz gucken. Okay, es ist ein 8er. Es tut mir leid an die Evo-Fans. Der 8er und 9er sehen sie sehr ähnlich. Bitte verzeiht es mir. Was? Du kannst nicht einfach sagen, dass sich der Evo 8 und der Evo 9 ähnlich sehen, Andi. Doch, doch. So. 180, ich bleib rechts. Power.
Ich sollte mir vielleicht den Blitzer markieren und nicht ein anderes Rennen, weil sonst. Ja. Oh, Straßenbahn. Das ist aber ungünstig. Yo, Mini, zieh halt einfach rüber, genau. Ja, das ist keine Frage. Relativ eindeutig, hätte ich gesagt. Okay, dass da der Unterschied doch so ausfällt, hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht. Ich dachte zumindest so beim Bremsen könnte ich vielleicht eine Chance haben. Ich dachte, das wird auch eng, ja, aber. Krass. Wie ich deine? Lass mich gucken. Ich habe 1,3 Tonnen. Oha. Und du? 1,1. Hä? Und ich habe Rennbremsen drin. Wie funktioniert das, Forza? Ich habe Rennreifen drauf. Das kann sein. Das kann sein. Ja, das kann sein. Reifen habe ich nämlich noch gar nichts gemacht. Das wird auch, denke ich, den LI-Unterschied bei uns erklären. Ja, brutal. Der ist sofort auf S1 gegangen mit den Rennreifen. Weil ich hätte halt Straßenreifen machen können. Aber das Problem ist, die hätten mir fast gar nichts gebracht. Und dann habe ich mir gesagt, na, gehe ich lieber nächstes Mal vielleicht um Sportreifen oder so. Und schmeiß kein Geld aus dem Fenster. So, jetzt darf ich mir ein Sprintrennen aussuchen, weil ich beide Disziplinen glorreich verloren habe. Entschuldigung für den kurzen Cut. Wie gesagt, ich darf mir jetzt ein Sprintrennen aussuchen und die Frage ist, was macht Sinn? Ich würde sagen, spontan, ich habe keine Ahnung. Das Ding ist, ich muss eigentlich irgendwas nehmen, wo ich vielleicht fahrerisch einen kleinen Vorteil habe. Jetzt weiß ich aber, dass Eragos ein sehr, sehr guter Fahrer ist und ich fahrerisch eigentlich nirgendwo wirklich einen Vorteil habe. Jetzt setzt du mich wieder unter Druck und spielst Psychospielchen, dass ich mir zu sicher bin und wieder Fahrfehler machen, dann gewinnt er wieder. Niemals. Würde mir nie einfallen. Ich könnte meine Teststrecke nehmen, aber das wäre asozial. Wir haben gesagt, keine Kastenrouten. Richtig. Nehm mich in meine Rallye-Strecken. Das ist okay. Ready kann ich. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen es einfach damit, komm. Entweder es geht schief oder nicht, aber eigentlich geht schief. Okay, es sollte eigentlich schief gehen, ja. Eigentlich, also ich halte mir da 5% Wahrscheinlichkeit offen für Hirnlags und alles andere. Ja, jetzt kann ich auch einstellen, was ich will. Wir haben gesagt, Winter wäre hart scheiße. Nee, ich möchte hier bitte nicht, so gerne ich diesen Kurs auch mag, aber ich möchte doch die Standardstrecke fahren. Machen wir mal so, damit schieße ich mir aber eigentlich auch ins eigene Bein. Hm. Jawohl, das ist super. Das machen wir. Genau so. Dann gucken wir mal, ob ich vielleicht nicht doch mal einen Sieg holen kann in der Folge. Einen will ich haben. Einen willst du haben? Einen will ich haben. Bin gespannt, wie es im Dirt rennen wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, sind die Serienreifen zumindest vom Grip her besser als die Rennreifen, glaube ich. Das stimmt nicht. Realistisch betrachtet ja, Forza betrachtet das aber anders. Realistisch betrachtet müsstest du mit den Rennreifen eigentlich mit Glück vom Fleck kommen. Und Forza betrachtet wird er wahrscheinlich Grip haben wie ein. Es ist halt, ja, du kriegst halt einfach Grip draufgerechnet. Und das finde ich schade, das würde ich mir echt wünschen fürs nächste Horizon oder gerne noch hier nachgepatcht. Dass du halt wirklich zum einen mehr unterschiedliche Reifen hast, so noch Vollsticks beispielsweise, und die sich dann aber auch dementsprechend verhalten, so Vollsticks im Regen bis am Arsch. Beziehungsweise, dass man mit Vollsticks wie den Drag-Reifen auch mal Kurven fahren könnte. Ja. So würde man sich das halt wünschen, aber das kann man leider vermutlich vergessen, weil wir kriegen mehr Kleidung. Das ist ja super. Jetzt kommt erstmal ein Lego Drift RTR Mustang. Geil. Das wäre das Allerbeste.
Weil wir haben ja noch nicht genug Mustangs und die Lego-Autos, die müssen unbedingt noch nachgereicht werden. Gerade kann ich echt nur doof hinterher gucken, wenn der Turbo mal anbeißt. Ich hätte doch den V8 nehmen sollen. Da habe ich leider nämlich gar nicht reingeguckt in die Motorswaps. Aber ich glaube, ein V8 wäre sowieso zu teuer gewesen. Ich habe da mal geschaut, Motorswap wäre bei mir vom Budget her auf alle Fälle drin gewesen, nur ist auch wahrscheinlich für die Zukunft ein besserer Plan, aber ich bin jetzt einfach mit der Strategie gegangen, den Serienmotor ein bisschen zu pushen, weil der aktuell von der Leistung noch mehr abwirft, dass man vielleicht später dann erstmal ein bisschen Geld ansammelt, um bessere Upgrades sich dann leisten zu können. Das kann sehr gut die bessere Wahl sein. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt irgendwann mal anfangen, Kohle zu verdienen, sonst fliege ich hier in dem Format ja nur noch auf die Schnauze. Sehr schön. Ne, wir haben es natürlich gemacht, einfach damit es nicht auffällt, darf der Aerokos jetzt auch mal eine Folge gewinnen. Aber wir haben uns doch abgesprochen, das nicht laut zu sagen. Ich darf das. Ich leg mir die Regeln ja eh so, wie ich will. Beim Rundkursrennen gibt es im Übrigen dreifach Kohle für mich. Ja, genau. Stimmt, da war was. Für alle Evo-Fahrer. Für alle Evo-Fahrer und die, die die ersten drei Events nicht gewonnen haben, die kriegen dann im vierten Event die dreifach Kohle, haben wir gesagt. Ja. Genau, einfach damit das Ganze ein bisschen ausgeglichener wird, um mehr Spannung reinzubringen. Passt perfekt. Und ich freue mich jetzt schon auf die eine Flitzpipi, die das glaubt. Hätte ich gesagt, machen wir so, unterstütze ich auf alle Fälle. Okay. Was fährt mal so Rundkurs denn? Darf ich ja jetzt auch wieder entscheiden? Ich find's super. Ich würde sagen, diesen Kurs mag niemand. Ich liebe ihn eigentlich. Ich möchte keine Schatzkarte kaufen. Warum kann ich mir jetzt eine Schatzkarte kaufen? Weil die Lobby nicht synchron ist. Jetzt kannst du es machen. Tatsächlich, okay. Nein, Miss Cutie, ich will jetzt nicht in der Kolonne beitreten. Will ich auch nicht und da wird der nächste Kandidat geblockt erstmal. Jawohl. Ihr schießt euch nur ins eigene Knie, damit ich sagt das immer wieder. Ich bin da relativ emotionslos. Also ganz normal quasi. Jo, jetzt wird bei mir auch jemand geblockt. Ja, das heißt, meine Zuschauer haben gerade kurz einen Blackscreen. Es nervt einfach nur. Euch bringt's nichts und mich nervt's. So, blockieren. Dürfte erledigt sein, jawohl. Absolut. So. Jetzt fahren wir hier. Und wir fahren. Ja, wir springen mal so ein bisschen durch die Jahreszeiten. Ich dachte, jetzt kommt Hypercars oder so. Nee. Also ich ja, du nicht. Okay. Ja, wo war denn mein Apollo? Lieber ein Regera und ein Rückwärtsgang, das reicht mal. Ja, in Horizon 4 nicht mehr. Ja, ich weiß, leider wurde das rausgepatcht. Aber im 3er wäre es gegangen. Das könnte. Ja, aber auf der Strecke bin ich mir gerade nicht so sicher. Ja, gut, du müsstest halt auf Hinterradlenkung umschalten. Hä, was wie funktioniert das? Was denn? Ich habe die doch geblockt. Hast du dich schon wieder angeschrieben? Eingeladen. Das funktioniert doch gar nicht. Warte mal. Ich muss noch mal ganz kurz. Tatsächlich, das hat es nicht angenommen. Ja, ich möchte diesen Nutzer blockieren. Ich bin mir sicher. So. Jetzt will ich fahren. Bei mir wurde da gar nicht gefragt.
Das ist wahrscheinlich erst, wenn du so 200 Leute schon blockiert hast, dann kommt erst die Meldung. Das kann gut sein und ich glaube, auf die Zeit komme ich wirklich langsam hin. Sind Sie sicher, dass Sie den Rest der Welt blockieren wollen? Jo. Die Welt ist scheiße, also ja. Ich muss ja echt sagen, er fährt sich ja trotzdem relativ angenehm. Ja, jetzt mit den neuen Reifen habe ich auch wesentlich weniger Probleme. Ich muss gar nicht so viel umstellen. Ja. Nimmt er die ganz weite Linie, mache ich dort auch. Aua. Behalt das nicht. Ich dachte, du wolltest die weite Linie nehmen. Ja, und dann die Enge. Und die Enge war nicht ganz so gut. Oh, bremsen. Ja, trotz unserem Gewitzel hier mit Dreifachbudget gibt's trotzdem Doppeltbudget und zwar für Rundenzeit sowie Position. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich glaube, dass ich da in irgendeiner von den beiden Kategorien eine Chance habe. Aber die Devise lautet nicht aufgeben, weil dann hat man schon verloren. Nicht aufgeben, Gas geben. Richtig, über die Wiese kann man auch mal drüber fahren. Ich fahre gerade echt scheiße. Das ist der Wahnsinn. Das ist das neue Auto. Das kann tatsächlich sehr gut sein. Die letzten Autos, die ich gefahren bin, das waren der Jaguar. Der sich tatsächlich, muss ich jetzt gestehen, geiler fahren ließ. Aber durch die Sportreifen. Dann eben der GT4-Türer. Den ihr vor 2 Wochen, glaube ich, gesehen habt. Das ist gerade schwierig, weil ich mir nicht sicher bin, wann die Folge rauskommt. Für euch zum Verständnis vielleicht. Wir nehmen die Folge auf, da ist noch nicht mal Folge 3 raus. Einfach weil wir doch noch eine aufnehmen wollten und im Winter aber keine machen wollen, weil im Winter Bremstest beispielsweise scheiße ist. Und danach jetzt zeitlich Komplikationen gegeben. Richtig. Weil dann werden wir nach Frankreich einmarschieren. Über Belgien natürlich. Ja. Also ich bin überrascht, dass es sich doch vernünftig driftet. Wenn man will. War ja auch in Tokyo Drift dabei, oder? Nee, halt, das war der 9er, glaube ich. Aua. Ich sehe nichts. Doch, in Tokyo Drift war er auch drin. War das der 8er? Einer von denen. Einer von denen. Vielleicht auch ein 9er, wobei vom Jahr muss es fast ein 8er gewesen sein. Ich denk's mir auch gerade. War das nicht sogar das Kit hier, was ich dran habe? Also der Flügel kommt auf jeden Fall hin. Ja, fast war ich dran. Ja. Ich schreib schon mal, ne? Ja, ja. Der Vorteil ist, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal, 4500, nicht 45.000. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal das Gratis-Tuning-Upgrade. Das heißt, ich kann euch das jetzt auch mal zeigen. Das war der ganze Plan dahinter. Nice. Das hast du gut eingefädelt. Ja. Gefickt eingeschädelt. Nichtsdestotrotz ein Dirt-Rennen jetzt. Nach diesem kleinen Cut. Habe ich mich eigentlich festgelegt auf Rundkurs oder? Nein, das war offen. Okay. Das bringt mich kein Stück weiter. Ich kann auch die Ente fahren. Nee. Das ist ja kein Dirt-Rennen, das ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz. Komm, fahr mal. Ich will keine Schatzkarte kaufen. Was ist denn los, ey? Das hier. Eins der besten Dirt-Rennen im Spiel. Oh ja, das stimmt tatsächlich. Weil in dem Rennen endlich mal ein bisschen Dirt vorkommt. Jo. Rally Monster. Nee, nicht ganz. So, ich habe hier auch keine... Das ist schon die richtige Strecke, oder? Ja.
Muss man ja immer wieder nachprüfen hier. Wenn schon, dann machen wir da aber richtig. Blizzard. Jawohl, gib ihm. Perfekt. Ne, nimm leichter Schneefall, der ist schlimmer als der Blizzard. Ja, nee, wir haben ja gesagt Winter. Wobei, scheiße, bei Offroad-Rennen hatten wir Winter erlaubt, oder? Egal. Weiß ich Jetzt ist nicht. Ich auch glaube, wir haben wurscht. einfach gesagt, Winter ist Kacke und haben es gelassen. Oder Ich weiß es nicht mehr soll genau. man ein Regelwerk verfassen? Regelwerk gibt's ja, aber ich glaube, das steht so nicht drin. Egal, vielleicht gibt's irgendwann mal eine Winter Edition. Kann ja auch sein. Wo wir dann nur im Winter fahren, ja. Warum habt ihr eigentlich was in den Grill gehackt, um den Lufteinlass zu machen, obwohl da auch ein Lufteinlass drin ist? Das macht keinen Sinn. Hä? Ich würde gerne mal deine Frontstoßstange genauer ansehen. Ja, macht das mal gleich. Hast ja eh Zeit, wenn du jetzt vor mir fährst. Uiuiui, Kommando bremsen. Hey, du hast die besseren Bremsen. Ich hab die besseren Reifen. Ich glaube nicht, dass die Bremsen besser sind. Weiß nicht, vielleicht hast du ja auch größere Bremsen einfach. Oh. Das war knapp. Uah. Aua, das war nix. Waren die Steine? Ja, das waren die Steine. Ja, alles klar. Ey, immer diese Steine, die hier rumliegen. Immer die mit den Blättern, gell? Nee, das waren schon Steine. Ist alles richtig so. Alter. Das ist doch jetzt ein Scherz. Freunde, ich bin eigentlich echt ein guter Offroad-Fahrer, ne? Andi, du hast das gratis Upgrade schon. Jetzt kannst du wieder fahren. Ich bin in Horizon eigentlich echt sehr, sehr guter Offroad-Fahrer. Das ist meine Disziplin. Schon immer gewesen, tatsächlich. Aber jetzt gerade kriege ich echt gar nichts geschissen. So, Jump. Sehr gut. Jetzt war es wirklich ein Stein. Ja, immerhin zu zwei Drittel ist dieses Rennen hier, relativ genau zwei Drittel sogar, ist es hier ein Dirt-Rennen. Aber jetzt geht's auf der Straße weiter. So viele geile Passagen in dem Spiel und sie nehmen einfach keine davon in ihr Rennen rein. Ja. Gott sei Dank haben wir einen Routen-Creator. Im Prinzip ist das ja jetzt die erste volle Season, die wir hier machen. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass ich irgendwie noch weiterhin versuche, dass die Leute doch näher zusammen sind. Wie genau ich das anstelle, weiß ich nicht. Aber wenn man die letzten Folgen anguckt, wir waren halt in der ersten, logischerweise, weil wir das gleiche Auto hatten, relativ nah zusammen. In der zweiten war es auch noch ganz nett. Und in der dritten und vierten, einmal warst du halt ganz hinten und einmal ich. Muss Ja ich halt gut, gucken. aber ich glaube ganz ehrlich, dass du einfach das einmal in Kauf nehmen musst, wenn du auf ein neues Auto umsteigst, dass du einfach gegen jemanden, der schon mit einem aufgebauten Auto fährt, außer du hast wirklich so eine gute Basis gekriegt, dass die einfach alles abzieht, dass du da halt einfach in der Folge keinen Erfolg hast. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich denke aber mal, irgendwie wird es bestimmt noch eine Möglichkeit geben, dass ich da was drehen kann. Vielleicht wissen sie auch die Zuschauer, die können es mich gerne wissen lassen.
Ich werde jetzt auf jeden Fall zum allerersten Mal eine Weltpremiere ein gratis Upgrade beschaffen, während Ergos mir ins Heck fährt. Bist noch gar nicht da. Doch, doch. 1500 habe ich zur Verfügung. Wie gesagt, der halbe Wert vom Unterschied zwischen uns beiden, der beträgt wie letztes Mal 3000. Das heißt, ich habe 1500 zur Verfügung. Und ja, was tut man da am besten? Ich würde sagen, ich muss auf jeden Fall hier rein. Das funktioniert schon nicht. Das hier natürlich ist logischerweise verboten. Frontantrieb umrüsten. Ja. Schade. Gibt es einen Teil? Es gibt einen Teil. Nur eine Stufe, das heißt, das würde theoretisch ins Budget gehen, darf ich aber nicht. Das lächelt mich doch gerade ganz schön an, eigentlich. Ich würde sagen, das mache ich einfach. Schön eingebaut. Und 5 LI mehr. Das ist doch super. Jetzt habe ich dich. Jetzt würde die Folge ganz anders ausgehen. Weil genau dieses Teil hat mir gefehlt. Alles klar. Ja, das heißt, ich muss gucken, dass ich nächstes Mal so ein bisschen die richtigen Teile einbaue. Und dann besprechen wir uns mal, ob es nächstes Mal schon das Finale ist oder nicht. Aber ich glaube, es könnte bei den nächsten Folgen relativ spannend werden. Das heißt, ich glaube, bis Folge 6 kommen wir auf jeden Fall. Und ja, das sehen wir aber dann, wenn es soweit ist. Denn ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.